Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Montag, den 27. Mai. Mein Name ist Corinna Budras oder wie Kollege Krobock immer so schön sagt, die Berlin-Budras und nun auch Ihre regelmäßige Gastgeberin am Wochenbeginn. An dieser Stelle hören Sie von jetzt an immer das wichtigste Thema aus der Hauptstadt mit ein bisschen Hinterzimmer-Talk. Und der ist bei unserem heutigen Thema ganz besonders dröhnend, denn offiziell hört man ja nichts aus dem Kanzleramt, dafür im Hintergrund jede Menge. Es geht um den chinesischen Mobilfunkkonzern, und jetzt muss ich aufpassen, Huawei, so klingt es wohl auf Chinesisch mit, ich fürchte, einem starken deutschen Akzent. Deshalb bleibe ich lieber bei dem völlig eingedeutschten Huawei. Ich denke, dann wissen Sie auch gleich, worum es geht. Ist ein ganz heißes Eisen gerade in Berlin und ich erkläre Ihnen gleich, wieso. Und zwar mit meiner Kollegin Mona Jäger, mit dem Huawei-Sprecher Patrick Berger und dem Politikberater Ansgar Baums. Aber bevor es richtig losgeht, noch ein Hinweis auf unsere große Hörersendung am kommenden Freitag. Ich hoffe, Sie haben letzte Woche schon mal reingehört. Lohnt sich wirklich. Und diese Woche lautet das Thema nämlich, sind Hafermilchtrinker die gesünderen und besseren Menschen? Und da ich hin und wieder auch mal Hafermilch trinke, kann ich sagen, ja, zum Teil zumindest, was? Aber ist ja auch wurscht, was ich dazu sage. Viel wichtiger ist ja Ihre Meinung und welche Fragen Sie dazu haben. Und genaueres können wir am Ende der Sendung dazu noch besprechen. Aber jetzt starten wir erstmal mit Huawei durch. Starten möchte ich mit meiner Kollegin Mona Jäger aus dem Berliner Büro. Sie sitzt einen Stock tiefer hier in der Politikredaktion und wir haben letzte Woche gemeinsam mit dem Kollegen Matthias Wisuwa in der Sache recherchiert. Und jetzt sitzt sie hier mir gegenüber im Studio. Hallo Mona. Hallo Corinna. Sag mal, letzte Woche gab es ja eine geheime Ministerrunde im Kanzleramt. Die haben wir uns mal zur Brust genommen, aber jetzt müssen wir den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was da eigentlich los war. Eine geheime Runde, überhaupt hat der ganze Vorgang die Kennzeichnung geheim, Verschlusssache geheim. Das macht also schon mal deutlich, um was für einen kritischen Punkt es hier geht. Mhm. Seit Jahren jetzt schon wird diskutiert, was macht man eigentlich mit chinesischen Komponenten im deutschen Mobilfunknetz, weil die Linie der deutschen Bundesregierung, das hat sie mehrfach aufgeschrieben, in der Sicherheitsstrategie, in der China-Strategie ist ja de-risking, das heißt, man möchte sich unabhängiger machen von diesen chinesischen Bauteilen. Die gibt es aber schon im deutschen Netz und das macht das Ganze so knifflig. Sag mal, und wo liegen denn die Gefahren bei Huawei genau? Weiß man das eigentlich inzwischen? Das Schwierige daran ist, dass es noch keinen kritischen Fall gab. Also man kann sich jetzt nicht auf ein konkretes Ereignis beziehen und sagen, ah, schaut mal, da haben die Chinesen Daten abgegriffen oder da haben sie ins Netz eingegriffen. Das gab es bislang noch nicht. Es ist also eine rein politische, sicherheitspolitische Entscheidung, die da getroffen werden soll, vor allen Dingen auf Treiben des Bundesinnenministeriums, das eben sagt, hier ist eine potenzielle Gefahr, hier besteht eine Abhängigkeit und da müssen wir ran, das heißt, wir müssen da die Abhängigkeit reduzieren. Als Vergleich wird immer genannt, dass es einen zweiten Fall Nord Stream nicht geben dürfe. Das heißt, man hängt an einer Art Lebensader, die Deutschland versorgt. In dem einen Fall war es mit Rohstoffen, jetzt geht es um Daten. Und da kann es eben zu einer Unterbrechung kommen und dann haben wir das Problem und das soll verhindert werden. Und du warst an der Sache dran, weil du zuständig bist fürs Bundesinnenministerium. Ich habe mal nachgehorcht beim Digitalministerium von Volker Wissing, die sehen die Sache ja ein bisschen anders. Ja, da gibt es einen großen Konflikt, weil eben das Bundesinnenministerium eben sagt, also es geht hier gar nicht um eine konkrete Gefährdung, sondern um eine grundsätzliche Entscheidung. Und das Ministerium von Volker Wissing sagt eben, naja, aber wir wollen ja auch den zügigen Netzausbau. Ja. Und hier kollidieren natürlich zwei unterschiedliche Bedürfnisse, die alle zu ihr Recht haben. Kann ja beide Seiten gut verstehen, denke ich. Aber das ist ein Konflikt, wo irgendwie eine Lösung herbeigeführt werden muss. Und das Spitzentreffen letzte Woche im Kanzleramt hat diese Lösung immer noch nicht gebracht. Mhm. Also das ist, daran sieht man, wie kompliziert das ist. Genau, also da hängt noch vieles in der Luft. Vielleicht nochmal zum Mobilfunkausbau. Da sind wir ja ganz erstaunlich weit, ne? Also die Abdeckung des deutschen 5G-Netz beträgt schon 95%. Also
Ich war übrigens auch selber überrascht, als ich mir die Zahlen nochmal rausgesucht habe. Also da stehen wir schon wirklich besser da, als viele immer denken. Liegt natürlich auch daran, dass wir einen ziemlich breiten Anbietermix haben, unter anderem eben auch mit Huawei. Sag 50 mal, bis 60 Prozent der ja. Komponenten kommen von Huawei. Also genau. Wir reden hier über eine relevante Größenordnung. Ja, genau. Also wird höchste Zeit, dass man sich da mal jetzt eine Meinung bildet. Wie sind denn die jetzt, die Vorschläge, die, glaube ich, vom Bundesinnenministerium schon auf dem Tisch liegen? Ne? Also was konkret wollen die eigentlich durchsetzen? Das Bundesinnenministerium hat im September vergangenen Jahres, also schon dreiviertel Jahr her, einen umfassenden Katalog vorgelegt, auf den Tisch gelegt. Und da ist man an Folgendem dran. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Kernnetz und Zugangsnetz. Mhm. Das Kernnetz ist gar nicht das große Problem, denn da gibt es eigentlich kaum noch Komponenten von Huawei. Aber das Zugangsnetz ist eben das große Ding. Und da hatte das Bundesinnenministerium vorgeschlagen, bis 2026, also schon relativ bald, sehr früh, ja, auf 25% runterzugehen, mhm, Anteil am Netz. Das wäre also wirklich, da müsste man was tun. Und man hat auch noch vorgeschlagen, dass kritische Regionen, Berlin, Bonn, Frankfurt, München, also wo viel politisch und finanzpolitisch entschieden wird, dass man da auf 0% schon bis 2026, mhm, runtergeht. Also da hätte man richtig ackern müssen, um das, ja, zu erreichen. Konkret auch ausbauen, ne? Oder abbauen, die Antennen. Ne? Genau, also es geht um die Komponenten, die schon verbaut sind, denn das BSI, das ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums, kann jetzt schon verbieten, dass neue Komponenten eingebaut, mhm, werden. Das ist nicht das Problem, sondern es geht um die bestehenden Komponenten. Und da ging es eben bis 26, das entsprechend zurückzufahren. Und das wäre schon was, wo die Provider auch sagen, also das ist ganz schwierig zu, ja, realisieren. Und ist man da jetzt noch, also 26 ist wahrscheinlich viel zu unrealistisch, ne? Also wir wissen nicht ganz genau, über welches Datum gerade diskutiert wird, aber es gibt großen Grund zur Annahme, dass dieser Zeitraum gestreckt wird. Das wäre also ein klassischer Kompromiss, dass man sagt, ja, wir wollen, dass die Komponenten rausfliegen, aber mit viel mehr Zeit. Und zwar zum Beispiel 2029 wäre, mhm, so ein Datum. Da kommt hinzu, dass von der technischen Seite gesagt wird, naja, dann müssten die Komponenten eh technisch ausgetauscht werden, weil die einfach, ja, nicht mehr aktuell sind. Das heißt, man würde einfach keine neuen Huawei-Komponenten mehr einbauen. Ist also eine relativ sanfte Lösung, aber mit deutlich mehr Zeit und mit mehr Risiko. Also. Ja, also echt keine einfache Mission, die der Kanzler und auch die beteiligten Minister da haben. Werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Herzlichen Dank, liebe Mona. Gerne. Jetzt müssen wir uns mal genauer anschauen, worum es inhaltlich eigentlich geht und mit wem könnte man das besser als mit dem, der im Zentrum der, ja, wirklich deutlichen Kritik steht, also mit dem Huawei-Konzern selbst. Und die sind natürlich auch hier in Deutschland vertreten und haben einen Pressesprecher, der sitzt mir hier im Berliner Büro gegenüber. Sein Name ist Patrick Berger. Herzlich willkommen, Herr Berger. Herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Vielleicht gleich mal zu Beginn. Wie sehr sind Sie als Konzern eigentlich in der Debatte eingebunden? Wird nur über Sie geredet oder auch mit Ihnen? Also wenn Sie auf das offizielle Verwaltungsverfahren, was ja seit letztem Jahr läuft, abzielen, dann ist es tatsächlich so, dass wir da nicht direkt beteiligt sind, sondern, mhm, das sind tatsächlich die Netzbetreiber. Es geht bei der aktuellen Diskussion erstmal um das Mobilfunknetz oder die Mobilfunknetze. Es sind ja mehrere in Deutschland. Und da liefern wir neben vielen anderen Herstellern, das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, alle deutschen Netzbetreiber kaufen bei ganz unterschiedlichen Ausrüstern ein. Das können zum Beispiel Antennen sein, Basisstationen, die sieht man ja überall auf Dächern, auf Masten. Aber zu einem Mobilfunknetz gehören auch Rechenzentren, also unterschiedliche Ebenen. Ja. Nun berät ja die Bundesregierung ja schon seit mehr als ein Jahr über dieses Huawei-Verbot, das ist jetzt ein bisschen untechnisch genannt. Es geht darum, ob Huawei-Bauteile künftig überhaupt noch eingebaut werden dürfen. Das wäre Teil 1 und Teil 2. Wäre deutlich drastischer, nämlich wenn die Teile sogar ausgebaut werden müssen oder auch Antennen abgebaut werden müssten. Womit rechnen Sie denn eigentlich im Moment? Also zunächst mal ist es so, dass schon, so wie das reguliert ist, nicht jedes Teil gleich
kritisch eingestuft wird. Und sinnvoll ist ja zu gucken, was für Risiken bestehen denn tatsächlich. Wir sind ja, wie gesagt, nicht am Verfahren beteiligt. Was wir sagen können, ist, dass im sogenannten Kernnetz, das ist sozusagen, sind die Rechenzentren, wo Daten verarbeitet werden, da haben alle Netzbetreiber schon vor Jahren erklärt, gar nicht auf chinesische Technologie zu setzen. Das genau, heißt, die Netzbetreiber, genau, sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica, genau, ne? Und da, genau. Haben die, da sind sie völlig draußen. Da sind wir, haben wir gar keine Aufträge bekommen. Warum die das, also das ist, wie gesagt, vor Jahren schon so entschieden worden, wobei man sagen muss, wir haben Kernnetztechnologie, die ist auch im 4G, in der 4G-Zeitalter hier eingesetzt worden, hat es nie ein Sicherheitsproblem gegeben. Das muss man auch mal umgekehrt sagen. Also wir glauben, dass wir auch sehr sichere Kernnetztechnologie haben, aber die Netzbetreiber haben gesagt, sie setzen da chinesische Anbieter gar nicht ein. Und das sind auch nach der deutschen Regulierung eigentlich im Kern wo die höchste Sensibilität und die auch von der Regulierung her als wirklich kritische Funktion eingestuft sind. Wo wir eingesetzt werden, ist das Zugangsnetz. Man könnte auch umgangssprachlich sagen, das Antennennetz. Ja. Mhm. Dort werden aber zum Beispiel Daten gar nicht verarbeitet. Da sind die Daten auf hochgradig verschlüsselt, schon von der Standardisierung her. Das heißt, solche Spionageszenarien und so, die sind alleine schon, wenn man sich anguckt, auf welcher Ebene wir da eigentlich eingesetzt werden, die sind auf dieser Netzebene eher abwegig. Und dann gibt es noch zusätzlich sehr, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen, die bereits ergriffen worden sind, damit die Szenarien, die manchmal so etwas in der öffentlichen Diskussion rumschwirren, eigentlich gar nicht eintreten können. Und man hat den Eindruck, die Befürchtungen, die in der öffentlichen Diskussion geäußert werden, die passieren nicht in Kenntnis dessen, was cybersicherheitsmäßig von den Betreibern, auch von Behörden schon in Deutschland alles implementiert ist. Ja, die Öffentlichkeit ist ja nun eine Sache, aber in der Tat hat ja der Kanzler und auch die beteiligten Ministerien, insbesondere das Bundesinnenministerium, ja offensichtlich andere Erkenntnisse. Also da wird ja die Gefahr, das Risiko schon deutlich schärfer eingesetzt. Also, eingeschätzt. Wenn man die Regierung, glaube ich, fragt, dann heißt das immer, so war mein letzter Stand immer noch, das Prüfverfahren läuft noch. Also sprich, so eine richtige Konklusion ist da ja noch gar nicht nach außen gedrungen. Insofern muss man das, glaube ich, jetzt an der Stelle erstmal tatsächlich abwarten, was da tatsächlich der Fall ist. Dass da Dinge geprüft werden, ist ja auch aus unserer Sicht erstmal vernünftig. Da spricht ja gar nichts dagegen. Aber es ist eben schon auch wichtig zu gucken, was ist denn technologisch eigentlich möglich, was ist nicht möglich, wie kann man auch technologisch die Sicherheit weiter verbessern, weil die IT-Sicherheit ist erstmal eine technologische Frage. Ja. Und da wird viel politisiert im Moment, aber das ist manchmal nicht gut für die eigentliche IT-Sicherheit. Ja. Also da gehen wir doch jetzt mal direkt rein. Sie haben es ja schon angedeutet, also Spionage ist auf Basis dessen, was Sie liefern, also die bloßen Antennen, nicht möglich. Das ist eine klare Aussage? Das sehen Sie, das ist nicht möglich. Also es ist nicht niemals schwarz-weiß. Es wäre unredlich, so zu tun, als ist ein Risiko 100% oder 0%. Das ist es, wenn man über Risiken redet, nicht. Es ist nur einfach in Kenntnis dessen extremst unwahrscheinlich. Oder es muss man schon sehr, sehr viele Szenarien natürlich irgendwie machen. Und das macht Sinn, man kann die Szenarien durchdenken. Aber da muss schon sehr viel auch schieflaufen. Man muss ja auch immer gucken, auch die Anwendung ist ja entscheidend. Warum ist es unwahrscheinlich? Naja, weil die Daten auf der Ebene des Zugangsnetzes nicht verarbeitet werden. Die sind verschlüsselt. Da gibt es eine hochgradige Verschlüsselung, also sozusagen wie die Antennen eben ausstrahlen. Und Sie müssen ja auch gucken, wie würden Sie Daten da abfangen auf der Ebene. Und das ist alles erstmal nicht sehr plausibel, dass das sozusagen auf der Ebene also stattfinden kann. Reden wir jetzt konkret von den Telefonaten einerseits und von den Datenpaketen andererseits, die über diese Wege transportiert werden? Oder um es mal wirklich sehr konkret zu machen. Ja, natürlich. Also alles, was man mit dem Smartphone machen kann, und das können Telefonate sein, das sind natürlich dann auch im Internet surfen und solche Dinge, da muss eine Kommunikation zwischen dem Smartphone und der Antenne stattfinden. Mhm. Aber verarbeitet, diese Informationen, sage ich mal, die hochgradig verschlüsselt sind, werden dann ins sogenannte Kernnetz weitergeleitet. Dort werden sie verarbeitet, dort besteht übrigens auch die Verbindung von dem Mobilfunknetz ins Internet. Das ist nicht das Gleiche. Das muss man sich auch klar machen. Mhm. Also das läuft alles über das Kernnetz ab und eben nicht über das Zugangsnetz. Okay. Spionage also nicht völlig ausgeschlossen, aber nicht sehr wahrscheinlich, sagen Absolut Sie? Unwahrscheinlich, genau. Okay. Der zweite Punkt ist ja auch immer die Abhängigkeit, in der wir uns begeben, ne, zu China. Stichwort Killswitch ist ja da immer ein Begriff, der fällt. Also die Befürchtung, dass sollte das jetzt eskalieren in Taiwan,
China auf die Idee kommen könnte, ja, uns aus irgendwelchen Gründen eins auszuwischen und dann den berühmten Killswitch ja, zu drücken. Und die schütteln schon mit dem Kopf. Das ich glaube, dass der Killswitch, also auch da kann man natürlich wieder alle möglichen Szenarien durchdenken. Aber erstmal ist es ganz wichtig zu wissen, kein Ausrüster und auch sonst niemand hat aus der Ferne Zugriff auf die deutschen Netze. Die könnte es also nicht abschalten, darauf. Die Netzbetreiber kontrollieren erst einmal ihre Netze. Und was dann teilweise diskutiert wird, ist die Steuerungssoftware, sag ich mal, der Antennen. Auch da ist es so, diese Steuerungssoftware, die wird in einer IT-Infrastruktur betrieben, die nicht ins Internet angeschlossen ist. Das heißt, man kann sich da nicht so ohne weiteres aus dem Internet reinhacken. Also für den Laien, wenn etwas im Internet ist, wenn etwas eine IP-Adresse hat, vielleicht meine Webcam oder so, dann ist die natürlich sehr viel leichter hackbar, als wenn etwas komplett isoliert betrieben wird. Also sobald Sie etwas isolieren in der IT-Sicherheit, haben Sie einen viel, viel höheren Sicherheitsgrad. Und genau das passiert hier. Das heißt, irgendwie diese Vorstellung, die manchmal in der öffentlichen Diskussion besteht, man könne sich da auf ein Netz draufschalten aus der Ferne und könne das irgendwo ausknipsen, das ist hat mit der Technologie, hat viel mit vielleicht mit Fantasien aus James-Bond-Filmen zu tun, aber nicht mit der technologischen Realität. Also da gibt es schon ein extrem hohes Sicherheitsniveau wieder. Wie gesagt, Sie können immer wieder überlegen, gibt es dann Möglichkeiten, die unwahrscheinlichster Natur sind, wie man vielleicht doch etwas machen kann. Und das kann man ja dann in verschiedenen Risikoszenarien durchspielen und gucken, wie kann man die Sicherheit noch weiter erhöhen. Aber diese Vorstellung, da ist Fernkontrolle irgendwie möglich, das hat wirklich erstmal nichts mit dem zu tun. Naja, aber Großbritannien und die Vereinigten Staaten haben sich ja schon vor Jahren zu wesentlich krasseren Schritten entschieden. Ja, die bauen die Teile sogar wieder aus. Das macht man ja nicht aus Jux und Dollerei. Ja, die Frage ist, geht es da um IT-Sicherheit oder geht es da um andere politische Erwägungen, die man haben kann in Deutschland? Und das würden Sie denken, dass es so ist? Das würde ich doch mal sehr stark annehmen. Also ich glaube, in Großbritannien war es auch so, dass die IT-Sicherheitsexpertinnen und die haben eigentlich immer Stellungnahmen abgegeben. Wir halten es nicht für erforderlich, Huawei irgendwie komplett zu verbannen und auszubauen. Und das hatte die britische Regierung auch, glaube ich, Anfang 2020 so entschieden. Und dann ein paar Monate später hat sie das revidiert. Und dazwischen, das kann man nachlesen, gab es durchaus politischen Druck aus den USA. Also das ist alles schon sehr naheliegend, dass das jetzt nicht etwas war, was aus IT-Sicherheitsgründen passiert ist. Sondern da haben auch die Expertinnen in Großbritannien gesagt, das halten wir für managebar, ja, diese Risiken, die da bestehen mögen. Nun will man Ihnen persönlich ja schon gar nichts unterstellen, Sie sind ein sehr freundlicher Mensch, aber nun macht ja der chinesische Staat auch gar keinen Hehl daraus, dass er die Privatsphäre nicht mal der eigenen Bürger achtet. Die Überwachung ist ja in China durchaus sogar allgemein anerkanntes Regierungsprinzip. Also wieso sollte das dann im Ausland anders sein? Über China will ich jetzt gar nicht reden. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja, also weder ein chinesischer Ausrüster noch ein europäischer noch ein Ausrüster hat Zugriff auf diese Daten. Die werden ja von die Netzbetreiber kontrollieren auch die Datenflüsse. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwelche Daten, dass wir diesen Zugriff hätten. Also das ist Schritt eins. Und dann ist immer noch die Frage, könnte man sich eben irgendwie einen Zugang versuchen zu legen? Und da habe ich ja schon beschrieben, dass es da sehr, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen gibt, die dazu führen, dass das eben auch nicht so ohne weiteres möglich ist. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, gesetzlich sei aber ein chinesisches Unternehmen verpflichtet und so weiter. Und dann können wir auch nur sagen, wir haben da sehr viele Rechtsgutachten eingeholt. Was sagen denn die chinesischen Gesetze? Und da gibt es dann zwar so Bestimmungen wie, dass da eine Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden, dass da eine Verpflichtung besteht. Aber, und das ist ganz entscheidend, das sind tatsächlich Gesetze, da gibt es kein extraterritoriales Prinzip. Das heißt, die gelten nicht außerhalb der Volksrepublik China. Das ist also nichts, was Deutschland oder Europa betreffen würde. Das ist sehr klar im chinesischen Recht. Da gibt es andere Jurisdiktionen, die sind da nicht so klar, ob man da nicht sozusagen auch Ansprüche hat außerhalb seiner eigenen Grenzen. Genau, also da geht es konkret, was Sie jetzt beschreiben, dieses Szenario, was Sie haben prüfen lassen, die Frage, ob der chinesische Staat von Ihnen Mithilfe bei Spionage oder was auch immer einfordern kann. Das kann er nach chinesischen Gesetzen, nach unseren Gutachten nicht. Ich weiß, dass hat es auch noch nicht versucht. Hat es auch noch nie, das haben wir immer wieder gesagt. Wir sind nie gefragt worden, wir sind nie gebeten worden. Es gibt ja auch keine Hinweise und also nicht mal Beweise schon gar nicht, aber ehrlich gesagt auch keine wirklichen Hinweise. Obwohl, ich sage mal, doch viele Regierungen auf der Welt das sehr genau beobachten, auch mit den Möglichkeiten, die sie haben. Wir sind ja sogar, das ist ein bisschen länger her, stand in den Snowden-Papieren da auch sehr genau durchleuchtet worden von US-Diensten und die haben auch nichts Entsprechendes gefunden, ja, in den internen Dokumenten, die da rausgekommen sind. Also wir können nur sagen, und das sagen ja auch unsere Kunden, und die würden ja nicht wieder bei uns einkaufen, wenn sie Befürchtungen haben müssten, dass wir
wir da in irgendeiner Form uns nicht vernünftig und den Gesetzen des jeweiligen Landes, in dem wir operieren, verhalten würden. Mhm. Ja, also das. Nun sieht es aber ja nicht so aus, als würde Huawei mittelfristig in Deutschland großes Geschäft machen können. Ne? Selbst wenn es jetzt nicht darum geht, ob es ausgebaut wird, aber es sieht ja nicht so aus, als würde jetzt über 2029 oder welchen Zeitraum auf Oman tatsächlich gewählt wird, es da noch groß eine Zusammenarbeit gibt. Was ist denn Ihre Prognose? Wird es 2030 hier in Deutschland noch Huawei geben? Ich weiß nicht, es ist immer schwierig in die Zukunft zu gucken. Was wir sagen können, ist, wir bauen gerade 20 Kilometer von der deutschen Grenze hinweg eine Fabrik für Mobilfunk-Equipment im Elsass, aber wirklich sehr nah an Deutschland, wo wir in Zukunft 5G-Equipment in Europa auch für Europa herstellen werden. Also daran sieht man schon, dass Unternehmen Huawei geht schon fest davon aus, dass wir hier im europäischen Markt aktiv bleiben, unsere Kunden in ganz Europa, und da haben wir einige, wollen das auch. Und wir glauben, wenn wir uns auf wirkliche IT-Sicherheit konzentrieren, dann lassen sich Bedenken da auch vernünftig ausräumen in der Zusammenarbeit von Industrie, von Behörden. Also da würden wir eher einen konstruktiven Dialog anstreben und sehr genau gucken, welche Risiken versuche ich eigentlich hier zu beseitigen. Und insofern, glaube ich, ist die Zukunft da offen, aber wir sind da jetzt, gucken nicht pessimistisch in die Zukunft, auch nicht in Europa. Ja, das ist doch mein optimistischer Blick in die Zukunft von Ihrer Seite aus. Herzlichen Dank, Herr Berger. Vielen Dank für Ihren Besuch. Jetzt fehlt uns noch der Blick von außen und den will ich mir vom Politikberater Ansgar Baums holen. Er arbeitet als Senior Fellow für den amerikanischen Think Tank Stimson Center und ist schon seit längerer Zeit beschäftigt mit den geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit China. Er hat gerade ein Buch fertiggestellt mit dem Titel The Tech Cold War und ich sage herzlich willkommen, Herr Baums. Hallo. Fangen wir doch gleich mal mit Ihrer aktuellen Einschätzung an. Mal sehr direkt gefragt, was würden Sie denn Bundeskanzler Olaf Scholz empfehlen, wenn Sie mit am Kabinettstisch säßen? Huawei aus dem deutschen Netz rausschmeißen und zwar so schnell wie möglich oder können wir uns leisten, die Antennen in den kommenden Jahren noch nach und nach auszutauschen oder sogar zu behalten? Was würden Sie sagen? Ja, ich würde vor allen Dingen raten, diese Debatte auf Grundlage von klaren Szenarien und Risikoabwägungen zu führen. Am Ende kann das keine binäre Entscheidung sein und zu sagen, ich schalte jetzt von jetzt auf gleich alle Antennen ab oder ich schaue mir das Problem nicht an und lasse alles so, wie es ist. Am Ende ist relativ klar, dass das ein kostenintensives Projekt wäre. Schätzungen sind ungefähr bei 2,5 Milliarden Kosten für die Industrie. Und die Frage stellt sich dann schon, wie sich diese Kosten strecken lassen können, in welchem Zeitraum ein Abschalten von diesen Antennen geopolitisch geboten ist, wie technologische Innovationen das Ganze beeinflussen. Wir sind gerade in einer Phase, wo sich diese Netze auch strukturell ändern, Stichwort Open RAN, Software-Defined Networks. Das alles ist relativ komplex. Insofern kann ich persönlich verstehen, dass ein Bundeskanzler sagt, ich will hier keine binäre Entscheidungssituation haben. Ich will die Option, die Komplexität von dieser Fragestellung auch klar aufgeschlüsselt sehen. Und das scheint mir im Moment noch zu fehlen. Genau, da kommen wir gleich nochmal hin, was die Überlegungen von Herrn Scholz sind. Aber vielleicht nochmal, weil Sie eben gerade die Kosten, die enormen Kosten erwähnt haben. Wie sieht es denn mit Funklöchern aus? Also besteht dann die Gefahr, dass wir auf dem Trockenen sitzen? Also das zuständige Ministerium für die Funklöcher, das BMBV, hat, glaube ich, relativ klar gesagt, dass der Ausbau von Huawei von jetzt auf gleich tatsächlich zu Zielkonflikten führt. Also die Netzabdeckungsziele, die wir in Deutschland haben, in Klammern seit Jahrzehnten ein großes Problem, würden durch den Ausbau von Huawei-Technologie definitiv mittelfristig schlechter werden. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und da ist auch die Industrie, also die Netzanbieter, relativ klar in ihrer Kommunikation, dass wir uns da entscheiden würden müssen. Nun ist es ja sinnvoll, sagen Sie ja auch, ne, das Ganze auf solide Füße zu stellen. Was sind denn die Überlegungen, die Herrn Scholz treiben? Wir haben ja auf der einen Seite tatsächlich auch schon Länder, die vorgeprescht sind, allen voran die USA und auch Großbritannien. Warum zögert der Kanzler? Also ich kann da nur interpretieren, ich habe ja keine privilegierten Zugänge. Ich denke, zwei Fakten sind klar. Erstens, Kosten, haben wir schon drüber gesprochen. Sollten die Anbieter gezwungen werden, Huawei-Technologie im bestehenden Netz auszubauen, würde das höchstwahrscheinlich auch Schadensersatzklagen gegenüber der Bundesregierung folgen. Das haben die Netzanbieter schon öffentlich letztes Jahr kundgetan, dass das kommen würde. Also reden wir da über ein großes rechtliches Risiko.
Zweitens Zoff in der Koalition. Also wir haben auch unterschiedliche Ziele. Wie schon erwähnt, das BMI zuständig für Sicherheit versus im BMDV zuständig für Netzausbau. Also wenn wir über das Szenario nachdenken, was zur Grundlage genommen wird, um das IT-Sicherheitsrisiko in dieser kritischen Infrastruktur zu beschreiben, reden wir im Grunde genommen über ein Szenario oder was davon ausgeht, dass das nächste Software-Update in dieser Huawei-Infrastruktur eine Hintertür, eine Backdoor, eine Schwachstelle implizieren könnte. Das Problem ist, dass es bislang dafür keine Beweise gibt. Also Huawei-Software ist geprüft worden von den Briten, vom BSI. Im Grunde genommen war das Assessment ziemlich positiv aus technischer Perspektive. Insofern basiert das ganze Risikobeschreibung auf einem Szenario in der Zukunft. Ja. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie groß ist dieses Risiko? Wann wird das Risiko akut? Über welche Zeitlinie reden wir hier überhaupt? Also wie dringend ist dieses Risiko zu lösen? Das sind all Fragen, die im Moment noch relativ unklar sind. Also wie wahrscheinlich ist eine Huawei-Backdoor in den nächsten 5 Jahren? Wenn wir in den letzten 15 Jahren keine hatten, warum würde das in den nächsten 5 Jahren besonders akut werden? Ist ja, eine Frage, Situation die für die Kostenseite extrem wichtig ist. Ja, aber die Situation hat sich ja durchaus auch zugespitzt in den letzten Jahren. Also China ist in der Tat nicht mehr das offene, marktwirtschaftlich orientierte Land, wie wir es in den Jahren zuvor kennengelernt haben. Wie würden Sie denn das Risiko einschätzen? Also Backdoor, ist da in nächsten fünf Jahren Backdoor oder nicht? Also das ist eine komplizierte Frage. Also erstens hängt es von der geopolitischen Gesamtentwicklung ab. Wenn wir uns die Red Lines angucken, dann scheint ja Taiwan, südchinesisches Meer, das Hauptproblem zu sein. Sollte sich die geopolitische Situation da schnell verschärfen, kommen wir natürlich irgendwann in Szenarien, wo das Scharfstellen oder die Tech-Value-Chains oder das Ausnutzen von Abhängigkeiten in Infrastrukturen akut werden könnte. Ja. Ist das wahrscheinlichste Szenario? I don't know. Also am Ende sind das Abwägungen, die getroffen werden müssen. Ich würde immer argumentieren, dass Huawei in seiner jetzigen Position als zuverlässiger Anbieter von Infrastrukturkomponenten eigentlich ein Asset ist, aber eben nur so lange, wie dieser Status als zuverlässig auch gilt. Insofern halte ich die Hypothese, dass Huawei auf jeden Fall eine Schwachstelle einbauen wird, um geopolitisch China in eine bessere Position zu bringen, erstmal mit einem Fragezeichen versehen, weil Huawei durchaus eigene kommerzielle Interessen hat und die Abhängigkeit von Huawei in globalen Infrastrukturen erstmal ja nur so lange funktioniert, bis die erste Backdoor implementiert und gefunden wurde und dann ein harter Crackdown erfolgen würde. Insofern ist das die Ratio für diese letzte Eskalation tatsächlich relativ zu sehen und kein gegeben. Ja, das ist ein Automatismus, der da angenommen wird, den ich so gar nicht sehe. Okay, aber Sie haben Taiwan schon angesprochen. Das Land hat einen neuen Präsidenten und in den vergangenen Tagen hat China ja wieder einige Militärmanöver abgehalten. Das hat uns letzte Woche zum Beispiel in Atem gehalten. Darüber habe ich mit unserem China-Korrespondenten Jochen Starnke eben kurz gesprochen. Da können wir mal reinhören. Also so derartige Manöver von China sind eigentlich nicht neu, aber auch nicht Alltag. Die 2-tägigen Manöver jetzt vor wenigen Tagen hat Peking damit begründet, dass es die Wahl von Lai Ching-te als Präsidenten bestrafen möchte. Denn Peking hält Lai für einen Separatisten und belegt ihn mit martialischen Worten. Was Lai nun sozusagen in seiner Antrittsrede gesagt hat oder auch nicht gesagt hat und wie sehr er sozusagen für die Eigenständigkeit Taiwans geworben hat, das ist in Teilen Interpretationssache. In der Sache hielt er am Status quo fest. Also China wollte ein Zeichen setzen, hat dieses Zeichen lange vorbereitet. Da geht es darum, Drohgebärden, da geht es darum, die Taiwaner und den Westen abzuschrecken. Und vielleicht richtet China sich auch ans eigene Volk, dass man stark ist und Taiwan so oder so irgendwann heim in die Volksrepublik holen wird. Aber es ist nicht das erste Mal, dass es so ein Manöver gab. Vor einem Jahr gab es ebenfalls ein Manöver ähnlicher Größenordnung. Das war sozusagen sogar ein bisschen länger noch. Das war die Reaktion Pekings auf den Besuch der damaligen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA, als sie dort den Sprecher des Repräsentantenhauses getroffen hatte. Diese Manöver sind nicht ganz neu, aber auch nicht Alltag. Herr Baums, wie ernst ist Ihrer Ansicht nach die Lage? Ich glaube, dass wir, und das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber eigentlich eine relativ moderate
Reaktion Beijings auf die neue Präsidentschaft gesehen haben. Also wenn wir das Ganze in einer Eskalationsskala sehen würden, dann glaube ich, dass das, was wir aus Beijing gehört haben, eigentlich eher so mittelscharf war und gar nicht so eskalatorisch war, wie hier vielleicht wahrgenommen. Ich denke auch, dass in Taiwan die Reaktion darauf relativ moderat war. Also für Kenner der Taiwan-China-Beziehungen war das Ganze jetzt keine Eskalation, sondern eher klassisch, ein bisschen Säbelrasseln, aber keine große Eskalation. Ja, dass wir hier drüber reden und so intensiv drüber reden, bedeutet wahrscheinlich eher, dass wir nervöser sind als China und Taiwan selbst sogar, interessanterweise. Ne? Ich möchte noch einen Moment in Taiwan verweilen, weil es da ja in den vergangenen Tagen im Parlament zu tumultartigen Szenen kam, die mich persönlich ehrlich gesagt sehr verwundert haben. Auch darüber habe ich mit meinem Kollegen Jochen Starnke gesprochen. Das war weniger eine Schlägerei, als dass es eher darum ging, dass vor allem ein junger Abgeordneter, der hat versucht, das Podium zu stürmen, auf dem der Parlamentspräsident sozusagen gerade die Parlamentssitzung einleiten wollte. Und er dachte sich, indem er sozusagen ihn dort irgendwie fernhält oder wegschubst, kann sozusagen diese Prozedur nicht vollzogen werden. Gleichzeitig hat die Opposition ihren Parlamentspräsidenten zu schützen versucht, ihn umringt, was dazu führte, dass dieser junge Abgeordnete halt per Stage-Diving versuchte, zum Parlamentspräsidenten vorzudringen, um ihn wegzuschubsen. Das ist ihm nicht ganz gelungen und dann wurde er sozusagen auf den Boden geschubst und daraufhin gab es so ein bisschen Schubserei. Also das ist letztlich, ja, das sind dramatische Szenen, aber es ging darum, also Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Abstimmung so weit rauszuzögern wie möglich. Herr Baums, wie stabil ist denn Ihrer Meinung nach die doch recht junge Demokratie Taiwan? Ich halte sie für sehr stabil. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, wie emotional das Thema Wiedervereinigung, Vereinigung mit Mainland China ist. Also vielleicht hilft da deutsche Geschichte auch ein bisschen weiter, um das nochmal zu verstehen. Also die deutsche Debatte zwischen Mainstream-Partys wie SPD und CDU war in den 50er und 60er Jahren emotional. Also nicht, dass sie sich geschlagen hätten im Parlament, aber die, wenn man sich so die alten Stellungnahmen, die Rolle von Generalsekretärin der deutschen Partei anguckt, das war eine andere Emotionalität in der politischen Debatte, die wir heute nicht mehr so gewohnt sind hier in Deutschland. Insofern würde ich da sagen, im Kontext der sehr emotionalen Debatte der Wiedervereinigung in Taiwan, China, halte ich jetzt das noch nicht für ein Signal, dass die Demokratie in Taiwan untergraben ist oder fragiler geworden ist. Das halte ich eher für auch darüber eher erklärbar und eher Classic Taiwanese Democracy. Ja, ist auch schon vielleicht ein bisschen anders, genau. Da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber dann mal vielleicht zurück zu Deutschland. Also Sie sind ja auch, scheinen sehr gelassen, also blicken jedenfalls mit kühlem Blick nach China und dem, was sich da tut. Wie würden Sie denn dann die Arbeit der Bundesregierung in diesem Zusammenhang und insbesondere die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz bewerten? Macht er da einen guten Job im Moment? Also kommunikativ gibt es mit Sicherheit einige Probleme, weil Scholz auch in diesem Thema ja nicht sehr viel erklärt. Ja. Er verbringt jetzt nicht viel der Zeit, mit seine China-Politik zu erklären und seine Entscheidungen zu Fällen wie Costco, dem Hafeninvestment in Hamburg, oder jetzt der Huawei-Debatte, das Ganze zu erklären. Und das hinterlässt natürlich einige Fragezeichen. Substanziell, was die Entscheidungen angeht, kann ich durchaus nachvollziehen, dass Scholz bemüht ist, alle Entscheidungen im größeren Kontext zu sehen. Da ist vielleicht nochmal wichtig, auf die eigentliche Frage hinter dem Huawei-Fall zu schauen, nämlich, was würde eine Entscheidung, die alleine auf der politischen Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters beruht, bedeuten für die Wirtschaftsordnung. Ja. Wir reden hier de facto dann über eine politische Entscheidung, einen bestimmten Anbieter auszuschließen. Nicht, weil man objektiv Sicherheitsmängel gefunden hat, sondern weil man die politische Zuverlässigkeit in Zweifel zieht. Und das rüttelt schon so ein bisschen an den Grundfesten unserer Wirtschaftsordnung. Ja, wir reden dann über Markteintrittsbarrieren, die politisch motiviert sind. Das ist das, was wir nicht-liberalen Handelsnationen immer vorgeworfen haben. Und da wir als Bundesrepublik nun auf dieser Weltwirtschaftsordnung besonders aufgebaut haben und sehr gut damit gefahren sind, stellt sich schon immer die Frage, was ist eigentlich der Kollateralschaden, wenn wir
jedes Thema unter dem Gesichtspunkt nationaler Sicherheit diskutieren und dann eben geopolitisch opportune Entscheidungen treffen. Und dieser Punkt, ist das Ganze nicht korrosiv bezüglich der Wirtschaftsordnung, in der wir leben, ist etwas, was, glaube ich, einen Bundeskanzler Scholz sehr beschäftigt. Jetzt kann man sagen, die Welt hat sich grundsätzlich verändert. Wir leben nicht mehr in dem unipolaren Moment nach 1990 und Wirtschaftsliberalismus ist aus der Zeit gefallen und wir leben in einer geopolitisierten Welt. Ich finde aber trotzdem die Abwägung und das sorgsame drüber nachdenken, was tun wir ja eigentlich gerade? Wollen wir wirklich den Weg der USA gehen, wo mittlerweile sogar TikTok geopolitisiert wird? Oder wollen wir nicht genauer hinschauen und gucken, dass wir nicht aus kurzfristigen Überlegungen unsere Wirtschaftsordnung in Mitleidenschaft ziehen? Und das ist ein reales Problem. Also ich denke nur, weiteres Thema, Investmentkontrollen. Wir hatten einige sehr problematische Entscheidungen hier in Deutschland. Investitionen in Legacy Semiconductor Fabs wie Elmos sind aus politischen Gründen untersagt worden, wo jeder Fachexperte sagt, das macht keinen Sinn. Es war aber politisch opportun und wir haben da Investitionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland aus nicht nachvollziehbaren Gründen unterbunden. Und sowas beeinflusst die Wirtschaftsordnung. Das ist kein banales Thema und deswegen bin ich erstmal grundsätzlich für sorgsame Abwägung. Und wir müssen nicht alles übernehmen, was aus den USA gerade im Bereich Geopolitik und China-Politik kommt. Genau, also ist in der Tat ein interessantes Plädoyer für Besonnenheit und nicht den Amerikanern und auch den Briten, muss man in diesem Fall sagen, in jedem Punkt folgen, sagt Ansgar Baums. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. So, jetzt sind wir am Ende dieser Sendung und das ist jetzt der Beginn einer wunderbaren Tradition der Staffelübergabe, denn durch unser neues Hostmodell habe ich jetzt die Gelegenheit, den Staffel überzugeben an die Gastgeberin für den Rest der Woche, nämlich Kathi Jakob. Herzlich willkommen, liebe Kathi. Ja, hallo Corinna. Hallo, ich grüße dich. Ja, und das ist jetzt die Gelegenheit, wo du uns schon mal Lust auf deine Woche machen kannst. Vielleicht magst du mal ein Highlight dieser Woche uns beschreiben. Was hast du auf dem Plan? Ja, gerne. Ja, das ist ja erstmal eine kurze Woche wegen des Feiertags, Frohen Leichnam am Donnerstag. Aber ja, ich kann schon mal ankündigen, wir haben ein Thema mit dabei. Morgen geht es weiter in dem aktuellen Prozess hier in Frankfurt gegen Reichsbürger, die einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Und zwar um den mutmaßlichen Rädelsführer Prinz Reuß. Und da schauen wir kurz hin und nehmen das aber als Gelegenheit, auch mal ein bisschen genauer in diese Szene zu gucken. Wer sind die Reichsbürger? Und da haben wir einen spannenden Gast, wie ich finde. Das ist ein Schriftsteller, Tobias Ginsburg, der sich 8 Monate lang quasi undercover in diese Szene begeben hat und da recherchiert hat. Und ja, der da einige spannende Erlebnisse und Erkenntnisse mitgebracht hat. Und mit dem spreche ich. Und das wird sicherlich ganz interessant, genau. Ja, aber hört sich wirklich sehr gut an. Das wäre Mittwoch, ne? Das ist am Mittwoch, genau, richtig, ja. Sehr gut. Also kann man sich schon mal drauf freuen. Und dann haben wir natürlich unsere Hörerfolge am Freitag. Da hatte ich das Thema am Anfang der Sendung schon ein bisschen umrissen. Aber jetzt kannst du uns nochmal etwas näher ausführen, worum es dir geht. Ja, genau. Wir hatten ja diesmal sogar schon am Freitag das Thema und die Frage verraten, wegen der kurzen Woche eben mit dem Feiertag. Es geht eigentlich kurz und knapp gesagt um die Frage, die man oft auch im Café gestellt bekommt, Hafer oder Kuhmilch. Wir haben tatsächlich festgestellt hier bei Faznet, dass ein Artikel zum Thema Hafermilch einer der beliebtesten und erfolgreichsten Artikel jemals ist. Also da ging es um die These, dass Hafermilch nicht gut für den Körper ist. Und ja, ich habe das dann mal so in die Runde geworfen und habe gemerkt, dass allein schon bei uns hier in der Redaktion heiß darüber diskutiert wird. Jeder hat eine Meinung zu Milch und Milchersatzprodukten. Es geht da ja in die verschiedensten Bereiche, ne? Gesundheit, Klimaschutz, Tierschutz, fast so ein Kulturkampf. Und deswegen stellen wir Ihnen, du hast es eben schon gesagt, natürlich die etwas provokante Frage, sind Hafermilchtrinker die gesünderen und besseren Menschen? Ja. Und wo können denn die Leute sich melden? Wir haben ja schon einige Zuschriften bekommen, aber vielleicht
Genau. Sag uns nochmal, wo man seine Meinung und seine Frage loswerden kann. Genau, das kann man entweder per Mail machen an podcast@faz.de. Die Adresse kennen Sie ja mittlerweile auch schon bei uns für Reaktionen. Oder eben auch gerne eine Sprachnachricht, WhatsApp an unsere Handynummer. Die steht bei uns in den Shownotes. Genau. Und wir haben schon viele Zusendungen bekommen, sind super Sachen dabei. Vielen Dank. Aber wir freuen uns auch noch über weitere. Und zwar, wenn möglich, bis morgen Abend, also Dienstagabend, weil wir dann so ein bisschen vorproduzieren müssen. Genau. Also herzlichen Dank für Ihre Zuschriften. Übrigens auch für Ihre Zuschriften, die uns jetzt noch im Nachgang der Hörerfolge von vergangenen Freitag erreichten. Da ist uns nämlich in der Tat ein kleiner Fehler unterlaufen, den wir hier nochmal korrigieren wollten. Und da ist natürlich das passiert, was wir immer gerne haben letztendlich, nämlich, dass wir merken, dass wir wahnsinnig kluge Hörerinnen und Hörer haben, die uns durchaus auch mal bei Fehlern erwischen, die ja mal vorkommen können. Hier ging es darum, dass wir behauptet haben, ganz kühn, dass es 4 vorgezogene Bundestagswahlen gab. Und das stimmt in Bezug auf die Bundestagswahl 1990 nicht. Darauf haben aufmerksame Hörer hingewiesen. Das Ganze fand nämlich im geregelten Rahmen noch statt. Es war ein bisschen früher als sonst, aber das Gesetz gibt ja einen gewissen Spielraum und der wurde bei dieser Wahl tatsächlich ausgenutzt. So kam es, dass es eine völlig reguläre Wahl war und wir in der Geschichte der Bundesrepublik nur 3 vorgezogene Neuwahlen hatten. Das also der guten Ordnung halber. Und jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit für diese Sendung. Danke dir, liebe Katrin Jakob, und wünsche sehr gerne schöne Restwoche. Ja, freue ich mich drauf. Ich freue mich auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dir, Corinna, einen schönen Abend. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.